So, liebe Medien und liebe Fans und alle, die jetzt auf YouTube dabei sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem morgigen Heimspiel gegen Türkgücü München. Ich begrüße unseren Cheftrainer Cem Saybener auf dem Podium. Vorab noch kurz die Information zum Kader. Aktuell stehen nicht zur Verfügung die verletzten und angeschlagenen Lukas Gottwald, Nicola Sessa, Dominik Schad. Simon Skalatidis ist, glaube ich, noch im Aufbautraining. Und Yannick Bachmann fehlt wegen einer Gelbsperre. Dann kommen wir auch schon zu den Fragen der Medienkollegen. Den Anfang macht diesmal Gerrit Schnabel von Betze Brent. Herr Saybener, Ihre Mannschaft machte in Dresden zumindest offensiv Ihr wahrscheinlich bestes Saisonspiel. Das auch noch beim Tabellenführer. Am Ende standen Sie trotzdem ohne etwas Zählbares da. Wie hat Ihre Mannschaft das verarbeitet? Gab die Leistungssteigerung eher Auftrieb in der Kabine? Oder war die Niedergeschlagenheit, trotz dreier Auswärtstore am Ende verloren zu haben, doch größer? War am Anfang schon sehr niedergeschlagen, das ist klar. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht gegen einen richtig guten Gegner. Schießen drei Tore auswärts, was in Dresden sehr, sehr schwer ist. Und dann am Schluss 4-3 zu verlieren, war am Anfang, waren wir sehr niedergeschlagen. Gestern Morgen auch noch. Haben dann aber die Analyse gemacht und sind guten Mutes für morgen das Spiel, weil wir vieles gut gemacht haben in Dresden. Es war ein guter Auftritt, aber wir müssen die Fehler, die wir begangen haben, haben wir angesprochen, müssen wir minimieren. Und dann denke ich schon, dass wir auf der Leistung aus Dresden aufbauen können. Die nächste Frage kommt von David Rischke von Sat.1. Auch nochmal ein kurzer Rückblick auf Dresden. Herr Saybener, viel war im Vorfeld von zu wenig geschossenen Toren die Rede. Jetzt haben Ihre Spieler dreimal getroffen und dennoch eine Niederlage. Wie sehr ärgert Sie das persönlich? Also es freut mich sehr, dass wir mal zuerst die drei Tore geschossen haben. Das ist klar, auch sonst noch gute Aktionen hatten. Aber es ist auch klar, dass wir defensiv zwei, drei Fehler zu viel begangen haben, dass wir das analysieren müssen oder analysiert haben und das am Dienstag auf jeden Fall verbessern müssen. Das ist klar. Die nächste Frage oder die nächsten Fragen, die kommen zum Personalthema. Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz sagt oder fragt, Herr Saybener, Yannick Bachmann wird am Dienstag gelb gesperrt fehlen. Wird dafür Alexander Winkler in die Innenverteidigung rücken? Und warum haben Sie sich dazu entschieden, Alexander Winkler trotz der soliden Leistung gegen Viktoria Köln zuletzt zweimal nur auf der Bank zu lassen? Und Gerrit Schnabel von Betze Brent mit einer ähnlichen Frage. Als Ihre Mannschaft zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor blieb, bildete Kevin Kraus gemeinsam mit Alex Winkler die meiste Zeit der Spiele die Innenverteidigung. Kann die logische Konsequenz also nur lauten, dass Winkler morgen in den Kader oder in die Mannschaft zurückkehrt? Also wir haben zur Option Carlo Sickinger und Winkler für die Innenverteidigerposition. Und ich habe eigentlich vier Spieler zur Verfügung für diese Positionen. Und es ist ja immer so, spielt der eine, dann heißt es, wieso spielt nicht der andere? Spielt der andere, dann heißt es, wieso spielt nicht der andere? Also es ist immer im Nachhinein, ja, wenn jetzt Bachmann nicht gespielt hätte, dann heißt es ja, wieso hat Bachmann nicht gespielt? Sind immer dieselben Fragen. Ich habe halt 18 Plätze zur Verfügung. Es dürfen zwei auf der Innenverteidigerposition spielen. Ich habe vier zur Auswahl und ja, ich glaube, das gehört sich so anscheinend, dass wenn der eine nicht spielt, dann wird gefragt, wieso spielt der andere nicht? Aber ich muss als Trainer entscheiden, habe einige Spieler zur Auswahl und ich muss mich dann eben für den einen oder anderen entscheiden. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Gerrit Schnabel. Betze Brent, wie ist der gesundheitliche Fortschritt, fragt er bei Simon Skalatidis, Lukas Gottwald und Dominik Schad. Von den dreien ist nur Skala langsam wieder im Training, wurde operiert, hat jetzt ein, zweimal mittrainiert. Wir probieren ihn aber immer wieder rauszunehmen, dass wir nicht überbelasten. Und die zwei anderen brauchen wirklich noch Zeit und wurden operiert und das braucht noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir weiter mit der Frage von Florian Reist von der dpa. Herr Saybener, Sie waren nach dem Spiel in Dresden sehr angefressen, vor allem über die vergebene Torchance von Marvin Poirier zum möglichen 4-2. Haben Sie mit ihm noch mal das persönliche Gespräch gesucht? Nein, ich brauche nicht wegen der Chance, mit ihm unter vier Augen zu sprechen. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht.
hat viele Sachen besser gemacht, die ich von ihm verlangt habe. Er hat die Bälle besser klatschen lassen, hat unsere Mitspieler besser so ins Spiel gebracht, hat auch ein Tor geschossen und eins mit vorbereitet. Also ich fand Marv gut. Und ja, es ist halt klar, war das eine hundertprozentige Chance. Wenn wir den reinmachen, steht es 4-2 und das Spiel kann zu unseren Gunsten kippen. Aber man darf ja nicht nur seine Leistung daran bewerten. Und wie gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht und deshalb als Stürmer macht man Tore und manchmal vergibt man halt auch große Chancen. Das gehört halt dazu. Nochmal Florian Reis von der dpa mit der Frage, Daniel Hanslik und Henrik Zuck waren in Dresden nicht im Kader. Welche Gründe hatte das und sind sie für das Spiel am Dienstag wieder eine Option? Ja, Zuck hat Rückenprobleme und für Hanslik war Kleinsorge dabei. Wenn Kleinsorge nicht dabei gewesen wäre und Hanslik dabei gewesen wäre, wäre jetzt die Frage, wieso war Kleinsorge nicht dabei? Einfach weil ich halt zu viele Spieler habe auf verschiedenen Positionen und nicht jeden mitnehmen kann. Ganz einfach. So, dann hätten wir das mal geklärt. Sehr schön. Wir machen nochmal weiter mit Florian Reis von der dpa. Diesmal mit folgender Frage. In Dresden zeigte Ihre Mannschaft in der Defensive teilweise eklatante Schwächen. Mit dem Duo Zacharias Diskovic wartet morgen Abend eine große und ähnliche Qualität. Wie kann man an diesen Abwehrschwächen in den wenigen Tagen arbeiten und wie kann man es am besten abstellen? Ja, vor allem über Videoanalyse klar aufzeigen, was nicht gut war, haben wir gemacht. Wir haben in den letzten Wochen wenig Tore bekommen und deshalb würde ich jetzt nicht so unbedingt von Abwehrschwächen reden. In Dresden war das der Fall, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen sind wir stabil und wichtig, den Jungs die Szenen aufzuzeigen, dass man das im Video ganz klar sieht, was nicht gut war, haben wir gemacht und morgen probieren wir das besser zu machen. Dann machen wir weiter mit der Frage von Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz. Wo setzen Sie im Vorfeld an, um die richtige Balance zwischen Offensive und stabiler Defensive zu finden? Und wo sehen Sie die Stärken von Türkgücü München? Ja, darum geht es, die gute Balance zu finden. Das war wirklich Thema jetzt am letzten Samstag. Offensiv sehr gut und defensiv nicht so gut. Da müssen wir defensiv stabiler werden, die richtige Balance finden. Ich glaube, das wird entscheidend für das Spiel Dienstag. Und ja, Türkgücü, gute Truppe. Vor allem, wie erwähnt, schon Zacharias Liskovic, offensiv sehr, sehr gut. Viel Qualität und ja, die müssen wir in den Griff bekommen. Dann kommen wir noch zu zwei Fragen von Michel Hasslinger von Radio RPR 1. Zum einen möchte der Michel Hasslinger wissen, Herr Sabene, angesichts der aktuellen Wetterlage muss man morgen Abend mit schwierigen Bodenverhältnissen rechnen. Es könnte ein Spiel auf tiefem Boden werden, in dem nicht die Technik, sondern eher die Mentalität entscheidet. Was erwarten Sie? Ja, der Boden wird tief sein, das ist klar. Bei dem Schnee jetzt und bei den nassen Bedingungen. Ja, es geht darum, sich einfach die Bedingungen anzunehmen, nicht zu beklagen, es ist, wie es ist, und annehmen und das Beste daraus machen und die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen, ob der Platz jetzt tief ist oder nicht tief, ja, interessiert niemanden. Wir müssen Leistung abrufen und die Bedingungen annehmen. Und die letzte Frage nochmal von Michel Hasslinger von Radio RPR 1 ist ein kleiner Ausblick. Viele Fans sehen angesichts der Tabellensituation die nächsten zwei Heimspiele als Woche der Wahrheit. Wie sehen Sie das? Woche der Wahrheit. Wir haben zwei wichtige Spiele. Wir sind in einer ungemütlichen Tabellenlage, das ist klar. Ja, wir nehmen die Spiele eins nach dem anderen. Wir fokussieren uns morgen auf Türkgücü, probieren viele Sachen aus Dresden wieder umzusetzen, probieren defensiv stabiler zu werden. Darauf legen wir Wert jetzt im Moment und alles andere ist uninteressant. So, dann schaue ich nochmal. Nein, weitere Fragen liegen nicht vor. Dann bedanke ich mich bei den teilnehmenden Medienvertretern und bei dir, Jeff, und sage Dankeschön und Tschüss. Danke. Wieder um.